da wusste ich sogar, warum man diese Leute abgeordnet hat. Das sind die, mit denen am Schulhof damals keiner spielen wollte. Ja, denn abgeordnet, das ist die Steigerung von abgelehnt, abgewiesen, abgeheftet, abgeordnet. Und dass der Ackermann damals im Bundeskanzleramt seinen Geburtstag feiert, haben wir alle geschrien, Skandal, Skandal. Ich habe mich gefragt, wieso eigentlich? Das Bundeskanzleramt ist doch der Amtssitz für die Person, die in Deutschland die Richtlinien der Politik bestimmt. Nur doch Zeit, dass der Ackermann sich da blicken lässt. Gut, dass er hinterher rausging und die Merkel drin blieb. Das war ein Skandal. Das ist doch der Mann, der damals bei der Auftritt der Finanzkrise sofort sagte, ja, wer bei sowas mitzockt, ist auch selber schuld. So blöd möchte ich sein. Und zwei Wochen später gesagt, ja, bin ich auch. Der tägliche Vorschub der Steuerzahler soll Bad Banks gründen, um denen ihre faulen Kredite aus ihren Bilanzen rauszukaufen. Ja, lang zuvor haben wir von ihm gehört, der Markt regelt alles von alleine. Ja, nee, ist klar, auch schon mal ein Bauer erlebt, dass die Schweine beschließen, ihren Saustall selber auszumisten. Der Mann, der Staatshilfe für Banken ausarbeitet, um sie vor Insolvenz zu schützen und sich anschließend hinstellt und sagt, er würde sich schämen, Hilfe vom Staat anzunehmen. Liebe Mütter, das kommt dabei raus, wenn man seinen Kindern im Babyalter zu wenig die Brust gibt. Ja, dann wissen wir später als Erwachsene, was einfach mal Stillzeit ist. Also ich stehe auf der Liste. Josef Ankermann, das ist der Mann, der schon in einem Satz 1,8 Milliarden Euro Quartalsgewinn verkündet und die Entlassung von 6.000 Angestellten. Die werden dann in Arbeitslosen- und Sozialhilfesystemen vom Steuerzahler aufgefangen. Aber abgesehen davon würde Ackermann sich schämen, Hilfe vom Staat anzunehmen. Josef Ackermann bin ich hier abgelöst von der Doppelspitze. Auf Deutsch Ackermann heißt dann Fix. Und wir gehen schon weiter, ansonsten ändert sich nichts. Weil immer sind wir der Meinung, Börsenzocker müssen ganz viel Geld und viele Boni bekommen. Kennt ihr Börsenzocker? Andere Worte Börsenzocker? Spekulanten, Heuschrecken, Schweinepriester, Drecksäcke, Talibanker. Milchgesichtige BWL-Schnösel hackfressen. So wie keine Haare am Sack, aber ein Puff drängeln. Partei, Fahnen runter! Keiner wählt die Linken! Jetzt nicht mehr! Jetzt schon gar nicht mehr! In Deutschland, die Bundesrepublik in Deutschland, ist laut § 133 Grundgesetz, tritt der Bund in die Rechten und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets ein. Das heißt, unsere Bundesregierung ist eigentlich nur eine Wirtschaftsverwaltung. Vielleicht habt ihr das Wort BRD GmbH schon mal gehört, seit 1990, Zeit- und Zielverträge und sowas. Wir haben noch keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jede Partei, die hier gewählt wird, in Deutschland, dient nur zur Verwaltung dieses Wirtschaftsgebietes. Also das ist meine Meinung, hast du selbst irgendwo alles angelesen, aber ich glaube, wenn es nicht den Tag kam. Ich würde sagen, wir Leute nehmen die Fahnen runter, wir sind hier. Jeder von uns Einzelne ist ein Souverän, jeder von uns ist Mensch und ja, ich würde mich freuen, wenn die Fahnen runtergehen. Partei, Fahnen runter! Partei, Fahnen runter! Partei, Fahnen runter! Partei, Fahnen runter! Thank you.
ja bei der einen Hälfte der Erfahrung. Gegen die Politiker, gegen die Mafia, gegen die Banken. Ich habe Zeit von euch. Frankfurt hat Zeit von euch. Deutschland hat Zeit von euch. Wir sind das Volk. Wir sind der Gewinner. Wir haben jetzt die Worte, die Banken, die Politiker, die haben uns provoziert, angefangen. Und wir alle, wir werden diese Politiker zu Ende bringen! Hey! Am Euro locker gemacht und für unsere Bildung, für unsere Zukunft Kinder auf die Straßen wegzuholen, ist nicht mehr übrig. Nun, das kann es aber nicht sein. Selbst für unsere Zukunft, für die Zukunft Europas, die Kinder auf den Straßen, wir alle. Und das muss einfach ändern und das kotzt mich an. Und wir müssen unsere Renten versteuern, was wir hart erarbeitet haben, damit die ihre Türme bauen können, Scheiße bauen können und dann auch Geld verlangen. Ja, das war's. Danke. Hallo, liebe Leute. Wir sehen hier zusammen, Achtung, gemeinsam, und genau das ist mein Stichwort. Ich würde gerne etwas über dieses Wirtschaftssystem sagen. Ich will es gar nicht lange ausufern lassen. Über das kapitalistische System wurde bereits geredet. Eine der großen Ideologien innerhalb dieses Systems ist die Idee von Wettbewerb und Konkurrenz und damit das Gegeneinander. Wir haben das Gegeneinander zu einer Religion in diesem System erhoben und versuchen gleichzeitig die Leute einzureden, dass man in diesem System friedlich miteinander leben könnte. Das funktioniert nicht. Und zweitens, es ist nicht mal ökonomischer, was sie uns einreden wollen. Sie sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft und danach wird mehr und besser produziert. Wer schon einmal bei einem Tauziehen dabei war, weiß, das Ziel wäre einfacher zu erreichen, wenn man gemeinsam an einem Ende von Strang zieht. Also gemeinsam ziehen, Bierkasten austrinken und dann gemeinsam auf den Weg zum neuen Bierkasten machen. Dankeschön. Liebe Freunde, wir sind mitten aus der Bewegung, sind wir heute aufgestanden, hier in Frankfurt unseren Widerstand zu leisten. Dieser Widerstand darf nicht punktuell sein. Wir haben gesehen in Madrid, was möglich war. Wir haben den Nullpunkt Spaniens belegt. Wir haben gezeigt in Madrid, was möglich ist. Wir müssen anfangen, dort die Dinge wahrzunehmen, wo sie sind. Und wir sind hier mittendrin in Frankfurt. Nicht irgendwo anders. Wir müssen anfangen, jede Woche dieses System lahmzulegen, was uns kaputt macht. Freunde, wir sind mitten aus der Bewegung. Wir sind nicht Einzelne. Wir sind nicht am Rand. Wir sind nicht Verlierer. Wir sind die Gesellschaft. Wir sind diejenigen, die aufstehen müssen und jede Woche zeigen müssen, dass nicht die dort oben sitzen, das Sagen haben, sondern dass wir die Ressourcen unserer Gesellschaft sind. Danke. Liebe Freunde und Freunde, ich komme in erster Linie aus der Anti-Atom-Bewegung. Ich merke, was wir erreichen können. Jeder Einzelne von uns kann wahnsinnig viel erreichen. Wechselt einfach euer persönliches Konto. Wechselt weg von den Banken, die uns kaputt machen. Geht hin zu den ethischen Banken. Es gibt in Deutschland die GLS Bank, eine soziale Bank. Geht hin zur Ethik Bank. Guckt auf die Webseite von Attac. Es gibt dort ein Filmchen, die Krötenwanderung. Ihr versteht dann viel schneller, was ihr selbst machen könnt. Werdet selbst aktiv, jetzt, heute und so schnell wie möglich. Wechselt eure Banken zu sauberen Banken. Danke.
Wir sind überall weltweit. Ist eine Bewegung angefangen. Das war 2008 im Iran, ist eine Bewegung angefangen. Diese Welle ist weltweit nach Nahost, Nordafrika, Spanien, Amerika und jetzt bewegen Deutschland. Und wir hoffen, dass eine Solidarität, diese Bewegung können wir entwickeln und weltweit von unten uns organisieren. Wir sind nicht nur gegen Banken, sondern gegen Kapitalismus und einen Sozialismus aufbauen. Wir sind hier, solidarisieren uns mit New York Bewegenden, mit weltweit und Arbeiter und alle Menschen, das von unten und Selbstbewusstsein organisieren sich. Danke euch. Die Schere zwischen Arm und Reich ist immer weiter auseinandergegangen. Was Fakt ist, ist, dass man heutzutage als Familie kaum noch sich selbst ernähren kann, wenn man sich nicht auf den Staat stützt. Der Staat als Schutz ist gar nicht vorhanden. Der Staat macht uns kaputt. Der Staat unterstützt Leute, die viel mehr verdienen, als jene, die eigentlich Schutz vom Staat benötigen. Und die wahren Verlierer des Kapitalismus, das sind die Frauen. Angela Merkel, als Frau an der Spitze, hat dieses System unterstützt, vorangetrieben und hat auch nicht eingesehen, dass man daran ändern muss. Familienpolitik von der CDU oder von allen regierenden Parteien mittlerweile ist darauf angelegt, Familien zu zerstören. Und vor allem Frauen, die arbeiten gehen wollen, und emanzipierte Männer, die sich um ihre Kinder kümmern wollen. Kinderbetreuungsmöglichkeiten werden nicht finanziert vom Staat. Der Staat lässt uns alle hängen. Danke.